Moin zusammen und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Ostriff. Wenn ich mich ein bisschen komisch anhören sollte, dann liegt das daran, dass ich mir das Plagen-Coronavirus eingefangen habe. Und dementsprechend bin ich auch nicht ganz so fit, muss ich sagen. Es ist jetzt aber schon ein paar Tage her. Höhepunkt habe ich, glaube ich, überschritten. Und nach klingen die Symptome, die man so da mit sich rumschleppt mit diesem Virus, klingen langsam ab. Leider Gottes ist es der Geschmacks- und Geruchsverlust wahrscheinlich das Letzte, was wieder kommt. Also im Moment ist es eigentlich egal, was ich im Glas habe, ob das Cola ist oder Wasser oder sonst was. Es schmeckt alles eigentlich wie gar nichts, außer es ist eine Flüssigkeit. Ich könnte wahrscheinlich Olivenöl saufen. Also mal auf Deutsch gesagt. Das wäre ein bisschen dickflüssiger, aber ja, ich konnte auch leider nicht so viel machen deshalb, weil ich nämlich ziemlich platt war am Wochenende, wo ich eigentlich meine Aufnahmen mache. Und gerade der Samstag, wo ich dann halt hier in Ostriff immer eigentlich meine Sessions mache, off-cam, so 5 Stunden oder so. Ja, die sind natürlich weggefallen. Deswegen habe ich auch nicht so viel zu berichten. Also ich lag da wirklich flach den Samstag. Da konnte ich mich gar nicht mehr rippen und rühren. Aber gut, es ist jetzt egal. Ist so, wie es ist. Und hier werde ich jetzt die Tage nutzen, wo ich zu Hause sein muss, quasi. Die Quarantänezeit werde ich nutzen, halt, um mich dann halt ein bisschen hinzusetzen. Neben dem vielen Schlafen, den ich mir gönnen soll. Und naja, gut, mal gucken. Also soweit funktioniert ja alles. Die Einwohnerzahl steigt jetzt, trotz dass wir noch keine neuen Häuser haben, was halt mit der Geburtenrate zu tun hat. Ne? Die Häuser werden im Ideal ja von einem, sagen wir mal, von einem Pier. Wie ist das der Fall? Die sind hier eingezogen, das ist ein Pärchen. Die haben 2 Kinder, einige, es gibt auch, ich habe jetzt vergessen, wo das war, aber die haben 3 Kinder zum Beispiel. Und ich will mal kurz einen OBS-Screenshot machen. So. OBS-Screenshot aus dem Grund, meine Festplatte, wo das Steam-Bibliothek Dingen, wo die Steam-Bibliothek drauf ist, die gibt langsam Geist auf. Die lässt den direkten Zugriff nicht mehr zu, aber ich kann noch zugreifen über Steam und sowas. Aber Screenshots und sowas kann ich mir da nicht mehr anschauen und deswegen mache ich das jetzt über OBS. Auf jeden Fall wächst die Bevölkerung immer noch. Erstaunlicherweise, was ich richtig interessant finde. Und deswegen habe ich jetzt auch dann nach der letzten Aufnahme habe ich dann auch noch mal weiter innegehalten und habe noch nicht angefangen, das nächste Wohngebiet aufzubauen, sondern ich will das noch mal ein bisschen weiter so laufen lassen. Aber ja, hier ist zum Beispiel jemand, da ist der Mann schon gestorben. Hier ist noch ein Kind geboren. Also Kinder werden im Moment sehr viele geboren. Also das ist echt irre. Die haben schon große Kinder, man sieht's. Die sind 92. Wow. Ich fotografiere mir ab und zu mal so die Familienbäume. Ich finde das immer ganz interessant eigentlich. Weil es gibt hier richtig Großfamilien. Die hier sind jetzt erst seit 2 Jahren da. Es gibt halt im Kern der Stadt zum Beispiel, wo wir angefangen haben, da gibt es echt Leute, die sind hier. Ihr habt es ja gesehen, unten waren welche, die sind 55 Jahre im Ort. Die sind eigentlich von Anfang an da.
Es läuft aber sonst eigentlich ganz gut. Also ich kann nicht klagen. Die Ressourcenverteilung. Ich habe jetzt die Probleme mal ausgeschaltet, weil es dürften eigentlich nur zu sehen sein, die vollen Lager. Ja, hier, seht ihr das? Und ein bisschen, ja, immer mal Feuerholzversorgung oder aber mal Wasser fehlt dann mal kurzzeitig. Aber wir haben von allem genug, also das ist nicht das Problem. Was das Feuerholz angeht, da ist vielleicht der Weg zu den Märkten zu weit. Die kriegen jetzt Neues. Die müssen dann halt mal ein bisschen warten, aber na, jetzt haben sie auch wieder was. Dann. Gut, geht doch. Machen wir das mal wieder aus. Und ja. Läuft eigentlich soweit. Außer hier der Abtransport. Das ist noch ein bisschen dürftig, muss man sagen. Aber das geht ja nicht verloren. Verloren geht das, was noch auf dem Feld steht. Nicht verloren gehen die zusammengepackten Ressourcen. Die sammeln die Leute ein. Also das ist dann nicht verloren. Gott sei Dank. So wie ich das beobachtet habe. Hier liegt ja auch noch ein bisschen was rum. Aber bis jetzt hat das eigentlich immer geklappt, dass das wirklich eingesammelt worden ist. Und wir hatten ja schon mal Planungen angestellt, wo die nächste Siedlung hin, der nächste Ortsteil, sage ich mal, hin soll. Ich würde mal sagen, ich habe dann wirklich überlegt, ob ich das nicht doch jetzt schon hier anfange. Oder halt noch ein bisschen weiter dieses ausbaue. Hier passen ja auch noch ein paar Häuser hin. Wir haben ein bisschen größere Gärten hier, aber hier auf die Seite halt noch ein paar Häuser. Hier so eine Reihe dran. So, da müssten 4 Stück hinpassen oder so. Der anderen Seite genauso. Das würde dann ein bisschen in den Wald reingehen. Das dauert dann natürlich wieder, bis die Bäume entfernt worden sind. Hier hätten wir auch noch ein bisschen Platz, so ein Dreiecksviertel zu bauen. Das ist aber etwas, was ich in Ruhe machen würde jetzt in der Zeit, die mir zur Verfügung steht. Zwangsweise. Hier oben hatten wir ja auch noch ein ziemlich großes Viertel. Genau hier zum Beispiel, den Bereich. Da würde ich auch den Wald opfern und hier auch noch mal ein paar Siedler ansiedeln. Vielleicht sogar noch ein paar Fischer, ein Handelsdock vielleicht sogar. Vielleicht könnte man hier noch ein Handelsviertel aufmachen, Handelsdock. Dann einen Handelsposten und so. Mit vielleicht Gütern, die direkt hier hergestellt werden. Muss man mal sehen, wie wir das machen. Ich gehe mal ein bisschen weiter hoch noch. Also es ist schon eine ansehnliche Siedlung, glaube ich, entstanden. Sieht auch einigermaßen organisch aus, finde ich. Das finde ich ja immer ganz witzig, wenn man das so hinbekommt. Ja, wir haben ja dementsprechend erst die Industrie mit dem Holz und so. Und dann haben wir die Siedler hergebracht, damit die in der Nähe wohnen. Als erstes haben wir diesen Bereich, den Mühlenbereich, aufgebaut. Die finde ich auch schön. Sieht witzig aus. Ich weiß gar nicht, ob in Zukunft die Karten größer werden sollen. Aber das ist ja dann auch wieder eine Frage der Performance und so. Hier ist noch sehr viel Heu auf den Dingern. Wir brauchen auf jeden Fall noch sehr viel mehr Menschen. Also, das steht fest. Der Händler, was will er denn? Ja, aber selbstverständlich kriegst du das. Mehr Geld für uns. Kann aber gut sein, dass der das gar nicht mehr abholt jetzt. Onions haben wir, Äpfel kannst du auch haben. Das war's dann auch schon. Den Rest bauen wir leider selber. Zur Versorgung, Salo vor allen Dingen. Das fehlt, wenn die Leute hier ganz schnell sauer. Die Ölmühle läuft auch. Die produziert ordentlich. Das
klappt sehr gut. Das ist jetzt Ölmühle Nummer 2, glaube ich. Ja, genau. Das ist die zweite. Vielleicht könnte man da hinten noch eine dritte Ölmühle an die Stelle setzen, wo wir jetzt gedacht haben, man könnte da vielleicht noch einen Handelsdock hinmachen. Das könnte man machen. Weil Sonnenblumenproduktion ist sehr groß. Also wir haben sehr viel Sonnenblumen über jedes Mal. Wir haben jetzt Sonnenblumen über 6000 noch was. Und eine dritte Ölmühle wäre, glaube ich, da nicht verkehrt. Gut. Ja. Soweit läuft alles. Ich bin gespannt, wie weit die Stadt wächst, jetzt ohne weitere Häuser zu bauen. Werde aber dementsprechend demnächst auch anfangen. Also, das steht außer Frage. Ja, da sich meine Stimme jetzt gerade ein bisschen verabschiedet, Corona legt sich irgendwie auf meine Stimme. Ich weiß auch nicht, seitdem ich das habe, werde ich so schnell heiser. Ich würde mal sagen, ich mache hier jetzt mal für diese Folge heute Schluss. Weil ich habe sowieso nicht viel zu erzählen jetzt weiter. Ich habe jetzt nichts verändert weiter an den Warenhäusern, an den Arbeitsverhältnissen, an der Verteilung der Laborer oder sowas oder der Karren oder so, dass ich noch welche gebaut habe, habe ich auch nicht. Deswegen würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Die nächste Folge wird wieder ein bisschen länger. Da dürfte ich dann mein Corona schon überstanden haben. Größtenteils, ich denke mal, da geht es mir dann schon wieder besser. Mit jedem Tag merkt man eigentlich, dass es besser wird. Also so ist das aus meiner Erfahrung jetzt heraus. Ich bin froh, dass ich keinen starken Verlauf habe. Husten hat sich heute Morgen verabschiedet. Der ist weg. Da bin ich sehr froh drüber. Ansonsten sehen wir, wie es weitergeht. Und dieses Spiegelbild hier ist wunderschön. Das sieht so toll aus. Das ist echt, das sieht so irre aus hier. Fällt mir gerade so auf in meiner Verabschiedungsphase gerade. Also, danke fürs Zuschauen, wie gesagt. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Eine ruhige Zeit wünsche ich euch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und dann werden wir auch vielleicht mal, oder nicht vielleicht, dann werde ich wahrscheinlich das nächste Viertel angefangen haben zu bauen. Ich glaube, ich fange das nächste Viertel wird sein, das mit dem neuen Dock. Ich hatte ja gesagt, wir wollen noch mehr Docks haben, um weitere Warenvarianten verschiffen zu können, verkaufen zu können. Ich glaube, das ist das. Das werde ich mir mal notieren jetzt gleich, wenn ich fertig bin. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und eine ruhige Zeit. Tschüss.